Das Grüne Cannabiskontrollgesetz, ein weiterer Meilenstein in der deutschen Legalize-Debatte. Nicht deshalb, weil das Gesetz jetzt verabschiedet werden wird und zur sofortigen Legalisierung führen wird. Es wird eher abgelehnt, im Moment ist es noch in der Beratung, aber es bietet eine sehr detaillierte Diskussionsgrundlage. Wir haben jetzt zum ersten Mal ein solches Papier in Deutschland, wie ganz konkret die Legalisierung aussehen könnte, wenn es dann mal soweit ist und allein das ist schon ein großer Wurf und damit wir über diese Details jetzt auch mal reden können, sind wir verabredet mit Dr. Harald Terpe, dem Drogenpolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, in dessen Büro dieses Gesetz auch entstanden ist. Vielleicht noch äh, keine Einschätzung meinerseits gewisserweise ist es auch mutig von den Grünen solch eine Grundlage vorzulegen, denn je mehr Details man vorschlägt, desto eher gibt es natürlich auch Kritik im Detail. Äh, jeder von uns würde wahrscheinlich dieses Gesetz anders ausformulieren, hier oder da andere Wege wählen. Und von daher stellen sich die Grünen dieser Diskussion und eben auch der Kritik, die damit zusammenhängt. Das ist ein Riesending. Das Gesetz, der Gesetzentwurf hat fast 70 Seiten. Und daran sieht man eben auch, wie kompliziert letztendlich diese Legalisierung ist. Und es ist nicht nur ein kurzer Beschluss, ja, der Bundestag beschließt, Cannabis ist jetzt legal, sondern es ist sehr viel komplizierter. Und darüber reden wir jetzt mit Dr. Harald Terpe. Ja, Harald, wenn wir jetzt an die Details gehen wollen zum Cannabiskontrollgesetz. Das Ding hat 67 Seiten, äh, 69, euer Vorschlag. Kannst du die alle auswendig? Das ist bei Gesetzentwürfen immer so, die sind sehr, sehr dick und äh, da hat man die wesentlichen Vorschläge, die kann man, aber das andere ist ja auch viel, viel Begründung. Und bei Begründungstexten wird es dann schnell mal lang, äh, die sind aber trotzdem notwendig, weil äh, letztendlich sie ja die eigentlichen Inhalte absichern und äh, auch gegen äh, andere Argumente, gegen... Äh, Widerstandsdiskussion sozusagen absichert. Mhm. Und wenn wir jetzt mal so ganz grob skizzieren, wie dieser Markt eigentlich aussehen soll. Es geht ja nicht darum, Cannabis an Kinder in Tankstellen und an Kiosken zu verkaufen. Mhm. Wie wird so ein Verkauf ungefähr aussehen nach eurem Gesetzentwurf? Ja, im Zentrum des Verkaufes für den Verbraucher, für den Nutzer stehen ja Cannabis-Fachgeschäfte. Und diese Cannabis-Fachgeschäfte werden geleitet von Fachpersonal. Also das muss man ganz deutlich nochmal betonen, dass es sich da wirklich um Fachpersonal handelt und auch um Fachgeschäfte. Weil dort diejenigen, die etwas erwerben wollen zum Eigengebrauch, ja auch beraten werden darüber. Welche Zusammensetzungen äh, sie beim Cannabis haben, wie dort auch der Verbraucherschutz äh, gesichert ist, natürlich auch über Risiken äh, aufgeklärt werden und die Fachverkäufer dann auch gleichzeitig dafür verantwortlich sind, dass äh, Cannabis dann nicht an Jugendliche, an Kinder verkauft werden. Jugendliche meine ich äh, an äh, Personen, die unter 18 Jahren sind. Mhm. Und eine große Frage ist ja immer, lässt man auch den Konsum vor Ort zu? In Colorado ist ja eher so, ein, so eine Art, eben nur Fachgeschäft, wo verkauft wird. In Holland haben wir die Coffeeshops, die so eine Art Kneipe auch sind. Wie ist das hier bei eurem Entwurf? Also es ist ein Fachgeschäft zum Erwerb und wir mischen uns nicht da ein, wo dann der Konsum letztendlich stattfindet. Der kann in, in, in Wohnungen und sonst wie stattfinden. Das wird ja gar nicht. Geregelt, also auch im Fachgeschäft möglich. Im Grunde wäre auch sowas wie ein Coffeeshop mit eurem Gesetz möglich. Äh, äh, also, äh, es ist nicht definitiv ausgeschlossen im Gesetz, das äh, sage ich. Aber ich äh, selbst würde denken, ähm, dass man das auch noch der weiteren Erfahrung überlassen sollte und auch der weiteren Diskussion. Mhm. Jetzt ähm, sagst du, die Leute, die da verkaufen sollen, sollen speziell geschultes Personal sein. Spielen wir doch mal so ein bisschen durch. Also, jetzt äh, angenommen, ich will selber so ein Fachgeschäft eröffnen. Welche Voraussetzungen muss ich da erfüllen? Ja, also äh, es wird dort äh, auf jeden Fall eine äh, Sachkenntnis und Fachkenntnis äh, erwartet, äh, die über die Wirkungsweise von Cannabis über risikovollen Konsum von Cannabis mit entsprechenden Folgen ähm, sozusagen als Fachvoraussetzung der Fachverkäufer verfügen müssen. Äh, er wird auch über äh, Kenntnisse darüber verfügen müssen. Äh, auf welche Weise sozusagen und in welchen Dosierungen, in welchen Verpackungen Cannabis äh, über den Handel bezogen wird, weil es ja da dann auch um die Frage geht äh, der Mengen, also dass er über die Mengen äh, Bescheid weiß und äh, dass er natürlich auch Bescheid weiß über die ganze Problematik, was ist an Beratungsangeboten, was ist an Präventionsmöglichkeiten für diejenigen, ähm, die das also äh, betrifft, äh, möglich, weil wir ja auch wissen, es gibt äh, Cannabiskonsumenten mit einem risikohaften Gebrauch und wir sind ja auch verantwortlich dafür, dass diejenigen dann nicht äh, kriminalisiert oder werden, aber dass ihnen Hilfe sozusagen angeboten werden kann und deswegen müssen wir auch über solche Hilfsangebote Bescheid wissen. Mhm. Gut, jetzt hast du vor allen Dingen über die Verkäufer gesprochen, die konkret den Handel abwickeln vor Ort und die müssen Fachkenntnis haben. Es gibt da draußen jede Menge Leute, die sagen, ja, super, ich habe die Fachkenntnis, gar kein Problem. Ähm, wird dann da ein Eignungstest gemacht oder wird zum Beispiel auch vorausgesetzt, dass die irgendeinen Kurs mitmachen vorher oder so? Ähm, also es wird äh, dort auch. Äh Notwendig sein, dass sie sich weiterbilden, also Kurse äh, besuchen. Äh, das ist ja jetzt äh, noch nicht organisiert, ist aber auch nicht äh, Gegenstand des Gesetzes, sondern mhm. das ist ein Gegenstand der Ausführung und mhm. Durchführungsbestimmungen. Das Gesetz äh, bestimmt ja nur, äh, dass es an äh, der und der Stelle äh, sozusagen Voraussetzungen geben soll für Fachverkäufer, wozu im Übrigen auch gehört, dass sie sich sozusagen in ihrer verkaufswirklichkeit an die im gesetz äh, vorgegebenen rahmenbedingungen halten. das mhm. ist auch gleichzeitig die sicherheit dafür, äh, dass wir äh, mit dem gesetz die bedingungen schaffen, dass durch die ähm, also fachgeschäfts äh, Treiber, äh, nicht ungesetzlich gehandelt wird. Das ist ja mit dieser Vorwurf, da wird dann alles irgendwie ungesetzlich gemacht und mhm. das äh, ist also eigentlich auch die, die größte Sicherheit dafür, äh, dass äh, für den Fachverkaufsstellenleiter äh, äh, sozusagen äh, die, die Motivation besteht, sich an Recht und Gesetz zu halten, weil er sonst die Lizenz verliert. Mhm. Wenn wir beim Betreiber des Shops jetzt sind, der vielleicht gar nicht im Verkauf tätig ist, muss der noch weitere Voraussetzungen erfüllen oder kann im Grunde jeder sagen, okay, ich miete jetzt da so einen Laden an und eröffne ein Geschäft? Das ist äh, das Gegenstand der üblichen Lizenzierungsbedingungen. Ich meine, wir haben ja auch auf, das ist ja nun insofern kein äh, völliges Neuland. Wir haben ja an verschiedenen Stellen äh, in unserer Gesellschaft äh, bestimmte Handelsarten, die mit bestimmten Lizenzen sozusagen nur vergeben werden. Beispielsweise Apotheker oder so, das ist ja auch so eine Sache, wo, wo gesagt wird, da kannst du nicht einfach einen Laden anmieten und ich sage, jetzt bin ich Apotheker, sondern da muss man Voraussetzungen mhm. bringen. Und so ähnlich muss man sich dann auch vorstellen, dass eben so ein Fachverkäufer und so ein Fachgeschäft bestimmte eben lizenzierte Voraussetzungen haben müssen. So wie auf der anderen Seite auch wiederum, was weiß ich, jemand, der ein Restaurant will, bestimmte Voraussetzungen, was die Hygiene betrifft, haben muss. Also, das ist ja nichts ist in unserer Welt, was, was ungewöhnlich ist, dass man für, für die Gewerbegenehmigung dann bestimmte Voraussetzungen bringen Gibt bringt. So es da irgendwelche speziellen Voraussetzungen, die man woanders so vielleicht nicht hat? Zum Beispiel Vorstrafen, die da ausgeschlossen werden oder so? Äh, also alles das, was sozusagen der typischen Gewerbegenehmigung widerspricht, auch in anderen Zusammenhängen, wie wir sie jetzt haben, das ist natürlich auch bei den Sachen ausgeschlossen. Aber es ist nicht so, dass wenn man sozusagen irgendwann mal irgendetwas gemacht hat, dass man nicht auch die Chance hat, äh, dann bei uns in Deutschland eine Gewerbegenehmigung zu kriegen. Man muss aber die Voraussetzungen dafür erfüllen, okay. die äh, sozusagen der Gesetzesrahmen bietet. Und das Gleiche gilt dann auch dafür, wenn ich Anbau-Produzent äh, Produ werden will? ist genau das Gleiche, was, was die äh, Produzenten dann betrifft. Mhm. Ja, und jetzt ist es... Stärkste Sanktionsschwert sowohl gegen die Fachverkäufer als auch die gegen die Produzenten oder den Handel, den Großhandel, den es ja dann auch geben wird, ist, dass sie eben die Gefahr laufen, die Lizenz zu verlieren. Das ist das eine. Ne? Also es ist immer für, und das ist wie im täglichen Leben, wenn man für seine Berufstätigkeit... Irgendwie die Zulassung, die Lizenz verliert. Das ist eigentlich das Schlimmste, was dir bei Existenzsicherung passieren kann. Das mhm. ist schon mal ein äh, großes Schwert. Und ansonsten ist es natürlich der gesetzliche Rahmen, der insgesamt da ist, der eingehalten wird. Natürlich, äh, wenn man sich irgendwie nach Gesetzen strafbar macht, dann wird man auch zur Verantwortung gezogen. Ja, aber ich, dieser spezielle Punkt, dass eben äh, man für seine gesetzestreue Handlung. Äh, Sanktioniert wird, wenn man die Gesetze nicht einhält, ist, dass man seine Lizenzen verliert. Mhm. Gut, kommen wir mal zum Eigenanbau. Das ist natürlich auch eine Sache, die viele interessiert und auch bei den Abstimmungen in den USA jetzt durchaus unterschiedlich äh, geregelt wird, letztendlich. Teilweise ist beides dann da, ähm, Fachgeschäfte und Eigenanbau, möglich. Wie ist das in eurem Gesetz? Ja, bei uns ist ja auch der Eigenanbau möglich. Wir haben dort ja, eine Grenze, drei, die Ernte dreier Pflanzen oder drei Pflanzen darf man im Eigenanbau haben. Das sind ja, klingt ja auch erstmal wie so eine Art willkürlicher Wert, aber der orientiert sich natürlich an, ähm, an dem Verbrauch, äh, nicht risikovollen Verbrauch eines Verbrauchers, ja, nicht, dass man mit drei Pflanzen äh, hinkommt. Dass das so abgegrenzt ist, hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass man sich dann natürlich auch als jemand, der anbaut, entscheiden muss, ist es nur für den Selbstanbau oder ist man eigentlich jemand, der in die Handelskette rein will und für die Handelskette, das ist ja auch jedem möglich, dass er versucht, eine Lizenz dafür zu kriegen, dann kann er auch mehr als drei an und er wirft sich dann aber anderen sozusagen gesetzlichen hm. Rahmenbedingungen. Wenn ich das jetzt vergleiche mit. Ähm Großen industriellen Anbauern, die gleich eine ganze Halle vollstellen, da ist der Unterschied dann ziemlich klar irgendwie. Dann brauche ich halt diese Lizenz, nehme am Handel teil, verkauf an Großhändler. Was ist zum Beispiel mit Leuten, die sagen, ja, ich würde zum Beispiel gerne einfach 20 Pflanzen anbauen, das kann ich irgendwie noch in einem Zimmer in meiner Wohnung machen und ähm, an ein paar Freunde verkaufen, zum Beispiel. Wäre das auch möglich? Der müsste sich eine Lizenz als Anbauer und Händler besorgen. Und dann wäre das okay. Ja, dann, ne, also ich meine, man kann ja auch einem Großplantagenbesitzer mit der Halle, äh, würde man ja, wenn der die Lizenz hat, auch nicht unter sagen, zu sagen, ich baue nicht die ganze Halle an und man stelle meine 20 Pflanzen hin. Mhm. Entscheidend ist, dass wenn er über den äh, im Gesetz sozusagen skizzierten Eigenanbau hinaus, nämlich über die drei Pflanzen hinaus, äh, als Anbauer tätig ist, dann ist er nicht mehr äh, nach. Äh, Wort des Gesetzes nicht mehr für den Eigengebrauch unterwegs, sondern für Fremdgebrauch und dann brauchen wir eine Lizenz. Was mir gut gefällt in dem Gesetz ist, dass ihr auch eben an diese Sache gedacht habt, dass man mehr besitzen darf als so draußen auf der Straße, wenn man selbst anbaut. Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erläutern. Also, wir haben, wie gesagt, ja den ganzen Bereich des des Selbstgebrauches mit den entsprechenden Grenzen, äh, die wir dort haben. Ähm, und äh, das ist aber auch nicht so, dass man eben, äh, wollen wir sagen, man darf in den Grenzen besitzen, wie das das Gesetz vorschreibt. Und das ist ja eine höhere Grenze als das, was man im unmittelbaren mhm. Selbstgebrauch hat. 30, 30, ja, sagen, um diese ne? 30 Gramm geht es ja da in der Frage. Und das ist ja eine, eine Dosis, die jetzt nicht äh, im. Aktuellen und äh, sozusagen Selbstgebrauch äh, genommen wird, sondern das ist ja eine, eine Sache, die sozusagen im Durchschnitt nach unserer Vorstellung den Verbrauch für äh, einen Monat beispielsweise darstellt oder meinetwegen auch 14 Tage, also eine längere Zeit. Mhm. So. Das äh, darf man machen. Was darüber hinausgeht, ist dann Sache eigentlich, dass, dann, ist man, dann ist man sozusagen in der Gruppe der nicht Selbstgebraucher nach dem Gesetz, sondern ist mhm. in, der, in der Gruppe derjenigen, die, die den Anspruch auf Handel sozusagen. Außer wenn man eben selbst anbaut zu Hause. Ne? Da ja, da, im da ist ja diese drei Pflanzen die Erd Ernte der drei Pflanzen. Die Ernte der drei, genau. Also da hat man dann eine größere Menge bei sich zu Hause, wenn man ja. sagt, nachweisen kann, irgendwie, ja, ich baue an oder ich habe angebaut, mhm. dann kann man mhm. eben auch die Ernte von ja, drei ja, Pflanzen ohne ja. weiteres zu Hause lagern. Mhm. Ja. Ähm, stellt sich natürlich die Frage, jetzt mal im Vergleich zu Alkohol, Warum überhaupt irgendeine Mengenbegrenzung? Ja, man kann 100 Kästen Bier aus dem Getränkeladen holen, wenn man will, aber nur 30 Gramm Cannabis. Ja. Warum dieser Unterschied? Also, das ist in der Tat eine, eine Frage, die wir lange hin und her diskutiert haben. Wir wissen oder wir argumentieren, dass bisher diese Mengenbegrenzungen die, die es ja gibt und die wir ohnehin, also diese ganze Diskussion um die jetzigen Mengenbegrenzungen und so weiter, für äh, ja auch im Zusammenhang mit der Kriminalisierung für unakzeptabel halten. Aber sagen auch, diese Mengenbegrenzung, die jetzt ist, ist eigentlich mal eingeführt worden mit dem Ziel, äh, zu diskriminieren zwischen Händler und, und Nichthändler. Das ist so, also, wenn, da ist davon ausgegangen, wenn man eben eine, eine, eine Menge, wir wissen das ja in manchen Bundesländern 6 Gramm oder was, wenn man mehr hat, dann ist man sowieso kein Eigenuser mehr, sondern ist man schon mal ein Händler. Mhm. So. Und das fällt an sich mit unserem Gesetz ja an sich weg, ja, diese Diskriminierung, weil wir ja eine Möglichkeit schaffen, sich als Händler sozusagen lizenzieren zu lassen. Also, insofern gibt es Argumente zu sagen, muss man da überhaupt eine, eine Grenze machen, so. Nun geht es aber auch immer wieder darum, wenn man aus einer Welt kommt, die sagt, die das als Diskriminierungskriterien genommen hat, und man will in eine Welt rein, die ein völligen Paradigmenwechsel ist, und es geht darum, gesellschaftliche Mehrheiten dafür zu schaffen, dann kann es pragmatisch sein zu sagen, wir machen im Gesetz auch jetzt eine Grenze die aber nicht so angelegt ist, dass sie im Grunde einer Repression entspricht, weil man dann doch wieder über die Grenz, den Grenzwert die Leute sozusagen äh, äh, unterdrücken will, äh, äh, sozusagen einengen will, die also so groß ist, dass man mit Recht sagen kann, da ist nicht jetzt für den aktuellen Eingebrauch darfst du noch und du darfst überhaupt nichts darüber hinaus ha haben, aber das Signal trotzdem setzt, naja, es ging uns jetzt nicht darauf äh, kam uns jetzt nicht darauf an mit Kilo mit Kiloweisen vielleicht dann doch die Bedingungen die wir ja äh, setzen wollen dass es einen Handel geben kann sozusagen zu umgehen und das ist eine pragmatische Sache mhm. ein Kompromissangebot ja wenn man mich äh, äh, persönlich nach meiner Einschätzung fragt werden wir in wenn wir Erfahrung gesammelt haben mit dem Gesetz in einen paar Jahren feststellen, das macht gar keinen Sinn, so, so, ein, so eine Begrenzung da einzuführen, weil es diese Gefahr des praktisch Umgehungshandels, des Parallelhandels gar nicht gibt. Die Linken setzen ja sehr stark auf dieses Anbauclub-Modell, dass man sich mit anderen Konsumenten zusammentun und gemeinsam anbauen kann. Ist das auch möglich nach eurem Gesetz? Nein, naja, das ist, ähm, also wir haben diesen Vorschlag, den wir ja auch äh, jedenfalls in der aktuellen Situation, auch in unserer aktuellen rechtlichen Situation, als auch attraktiv empfinden, weil das ja eine, eine Verbesserung der Situation be bedeuten würde und so weiter. Ähm, wir haben an diesem Vorschlag immer. So ein bisschen kritisiert, dass das sozusagen über diese Vereinsbildung, die man hat, irgendwie auch so eine Art Ausgrenzungssignal sein könnte. Also, du kannst es im Verein da irgendwie machen, aber wer da nicht dazu gehört, also, das war so ein bisschen das, wo wir immer gedacht haben: Na, ist das das Richtige, ist das sozusagen in dieser freiheitlichen Idee, die wir haben, das Richtige? Und haben ge gedacht, wir sind mit unserem Fachgeschäft und mit dem Eigenanbau zu Hause besser oder besser aufgestellt, ja, was, was die Sache also betrifft. Das im linken Modell das Fachgeschäft fehlt. Da sind wir uns, äh, wir beide zumindest einig. Ja, das äh, reicht so, für mich auch nicht und, aus. Aber ähm, es ich gibt eben Menschen, die das gerne machen wollen, gemeinsam anbauen. So, und äh, ich würde denken, äh, also wenn man diese gesetzlichen Grundlagen hat und die auch durchgegangen sind, die auch in, in der Mehrheit durchgehen, dann wird es auch keinen Hinderungsgrund oder kein, kein zu denkenden, kein, keine zu denkende Möglichkeit geben, einen Verein in dieser Weise zu gründen, weil das ist Grundgesetz. Und äh, ne, man darf nach dem Grundgesetz darf man jeden Verein mit jeder Wirtschaft gründen. Es sei denn, die Strafgesetze sprechen dagegen. Und da wir ja gerade ein Gesetz machen, was sozusagen nicht mehr Strafgesetz äh, als Waffe gegen, äh, gegen Cannabis einsetzt, ist dann jede Vereinsgründung auch möglich. Gut, äh, also Anbauclubs wären ja. im Rahmen eures Gesetzes dann, möglich. Da wäre dann möglich. Jedenfalls das Gesetz schließt das nicht aus. Mhm. Wir, wir, nehmen da zwar jetzt nicht definitiv Stellung und sagen, es geht auch ein Verein oder so, weil wir davon ausgehen, dass es, wenn man das Strafgesetz bei dieser Sache sozusagen äh, abschafft, dann ist, gibt es keinen äh, Hinderungsgrund mehr, weil es grundgesetzlich garantiert ist, einen Verein zu gründen. Mhm. Und würde es in diesen Shops jetzt nur die klassischen Produkte Haschisch und Marihuana geben oder auch andere Öl- Kekse sind zum Beispiel in den USA eine ganz große Sache, Kuchen, Gummibärchen, alles Mögliche, was man essen kann, auch Getränke mit Cannabis. Wie sieht es damit aus? Also im Prinzip ja. Der, der entscheidende Sache ist, dass wir natürlich auch an der Stelle, wie wir insgesamt auch als Bündnisgrüne argumentieren, sozusagen Kennzeichnung und Verbraucherschutz sozusagen an vorderster Stelle steht. Mhm. Also dass das natürlich auch gekennzeichnet sein muss, wie viel ist da innen und was ist da drin und so. Mhm. Das, das, ist, das, das muss mhm. garantiert sein. Und natürlich wird es dann diese Produkte auch nur im Fachgeschäft geben. Auch nur im Fachmarkt, auch nur im Fachgeschäft. Okay. Zu den Steuern, da gab es ja glaube ich auch am meisten Kritik und Widerstand, nehme ich mal an. Ich weiß ja nicht, was bei euch jetzt so an ähm, Reaktionen angekommen ist. Ihr habt die Steuersätze ja ganz konkret festgelegt, vorgeschrieben. Ich glaube, für Marihuana 4 Gramm, Haschisch 5 Gramm, Öl 6 Gramm. Ist das für euch ein fertiger Vorschlag? Ich meine, so steht es ja erstmal im Gesetz. Gleichzeitig steht aber zum Beispiel auch im Gesetz, dass äh, die Bundesregierung ähm, an den Steuern noch rumschrauben kann, nach Bedarf sozusagen, was, was ich glaube ich, auch auf diese Edibles, diese S-Bahn-Sachen bezieht, die ja nicht gleichzusetzen sind mit Hasch und Marihuana. Seid ihr da noch diskussionsbereit und wollt mal sehen, wie das sich letztendlich so einspielt? Auch die Frage, wie viel Schwarzmarkt bleibt übrig? Äh, passt der Preis am Ende mit so einem Steuersatz? Mhm. Also, äh, grundsätzlich erstmal zu sagen, wir machen das Cannabiskontrollgesetz nicht dafür, dass jetzt da viele Steuern eingenommen werden sollen oder als, als Wirtschaftsgesetz, wo wir sagen, das ist jetzt die, die Möglichkeit und das ist der, die erste ähm, sozusagen Motivation gewesen, wir wollen damit Steuern machen. Mhm. Das hat damit wir, so. wir wollen aber, und das erreichen wir mit dem Gesetz auch, den Schwarzmarkt, den es jetzt gibt, einengen. Niemand geht davon aus, dass man einen Schwarzmarkt zu 100% irgendwie abschaffen kann. Dann haben wir auch bei Zigaretten nicht und dann haben wir nirgends. Aber wir werden ihn relevant und stark einengen damit. Und an der Stelle sind, hat die Steuer natürlich eine Funktion, weil sie so ausgestaltet sein muss, dass das Produkt in den Fachgeschäften sozusagen insgesamt nicht teurer wird oder nicht exzessiv teurer wird als das, was man auf dem Schwarzmarkt sozusagen bekommt. Dann wissen wir ja genau, wie die Anreizstrukturen laufen. Und deswegen ist natürlich gerade dieser Teil des Gesetzes ein Teil, der auch sozusagen äh, diskutiert werden muss, weil er auch ein bisschen davon abhängt, äh, wie entwickelt sich denn so ein Schwarzmarkt mhm. weiter. Das ist klar und das, so ist das auch gedacht. Im Übrigen ist das überhaupt so mit Gesetzen, dass äh, zunächst ein Vorschlag vorliegt und dann darüber diskutiert wird. Mhm. Also auch äh, von denjenigen, die dann nachher darüber entscheiden sollen. Mhm. Und in diesem, im Rahmen dieser Diskussion ist es immer sinnvoll, ähm, solide Argumente abzuwägen. Und wenn diese soliden Argumente sagen, es macht jetzt vielleicht an dieser Stelle keinen Sinn da. Zahlen reinzuschreiben, sondern auch mit solchen, sagen wir mal, unbestimmteren Begriffen wie angemessen oder mit dem Ziel, die Steuern mit dem Ziel zu machen, dass der Preis nicht als Anreiz für die Existenz des Schwarzmarktes existiert. Sowas kann man dann auch in der Begründung nochmal gut ausformulieren. Mhm. Dann ist das hilfreich für das, was wir... Im Hinterkopf haben, nämlich nicht durch Steuern jetzt exzessiv Geld zu verdienen oder sonst irgendwas, sondern um sozusagen ein Signal auszusenden, auch an die Verbraucher zu sagen: Leute, das ist Quatsch, wenn ihr auf dem Schwarzmarkt weiterkauft, weil ihr nicht nur sozusagen keinen Verbraucherschutz habt, sondern weil dann auch auf dem Schwarzmarkt teurer ist. Macht das mal lieber in diesen Fachgeschäft. Das soll ja eine auch einen Anreiz schaffen, ja. sozusagen. Und ähm, wenn man jetzt den Preis pro Gramm festlegt, dann ist Gras mit 7% THC genauso teuer wie Gras mit 20%. Habt ihr im Laufe dieses Prozesses hin zu diesem Entwurf auch mal darüber nachgedacht, nach THC-Gehalt zu besteuern? Das ist durchaus ein, wenn ich das jetzt höre, weil ich das ja auch aus der Alkoholdiskussion kenne, ein akzeptabler Gedanke, weil wir uns ja seit Jahren auch dafür einsetzen, zu sagen, wir müssten die Steuer auf Alkohol insofern harmonisieren, dass man sagt, das geht um, um, um äh, Gramm Alkohol, die in einem Produkt drin sind und danach wird besteuert, was ja im Rahmen der EU und auch im Rahmen Deutschland überhaupt nicht der Fall ist. Es wird ja völlig unterschiedlich besteuert. Insofern finde ich diesen Gedanken attraktiv, würde aber jetzt auch nochmal sagen, das finde ich ist eine, eine gute äh, sozusagen Auseinandersetzung, die man auch im Rahmen der Gesetzgebung dann nochmal führen kann, was da eben äh, gut und sinnvoll ist für gerade in Anfangszeit eines solchen Gesetzes, wo man tatsächlich auch davon ausgehen muss, und ich wiederhole mich da auch gern, dass es äh, notwendig ist, die richtigen Signale zu setzen, die richtigen Anreizstrukturen zu setzen dass sozusagen sich die, dieses Gesetz zum Wohle auch der, der User und unserer Gesellschaft möglichst schnell entfaltet. Mhm. Um nochmal deutlich zu machen, wie kompliziert das alles ist und was für Details man alles regeln muss. In diesem Gesetz, im to Steuerteil steht auch drin, dass das Gebiet, in dem dieses Steuergesetz gilt, ohne Helgoland, die Insel Helgoland jetzt festgelegt wird. Heißt das, auf Helgoland kann man einen Shop aufmachen, wo unbesteuertes Cannabis verkauft wird? Oder wie kommt es zu solchen Feinheiten? Das ist komischerweise sogar auch an mehreren Stellen des Gesetzes, nicht nur im Steuerteil, sondern auch in anderen Sachen so. Wir werden das auch immer wieder gefragt. Dieses Cannabiskontrollgesetz bietet keine Besonderheit was ist abgrenzt von allen anderen Gesetzen, die sich in den bestehenden Gesetzesrahmen einpassen müssen. Und da wir nun ein Gesetz haben, was Helgoland sozusagen steuergesetzlich als eine besondere Region ausweist, werden wir jetzt mit dem Cannabiskontrollgesetz nicht in diese Steuergesetzgebung eingreifen können und auch nicht wollen, weil er also einen viel zu großen Wirbel machen würden, sondern sagen an der Stelle, das allgemeine Steuergesetz in Deutschland gilt weiter und deswegen muss sich unser Cannabisgesetz auch an dieses allgemeine Steuergesetz anlehnen und deswegen ist Helgoland daraus. Ich sage mal ein anderes Beispiel, was jetzt mit Steuergesetzen gar nichts zu tun hat. Wir werden ja auch immer wieder gefragt, ist das nur mit dem Cannabisgesetz so, dass die, der, der Schutz vor Passivrauchen im öffentlichen Raum damit ausgehebelt wird. Da sagen wir auch nein. Das Gesetz Passivrauchen im öffentlichen Raum, beispielsweise das Bundesgesetz, das in öffentlichen Gebäuden nicht passivrauchen rauchen, ist, gilt natürlich auch im Zusammenhang mit Cannabisgesetz. gesetz Da gehen wir an diese anderen gesetzlichen Grundlagen gehen wir nicht rein. Man könnte jetzt auch sagen, wir können mit dem Cannabiskontrollgesetz nicht das Grundgesetz auch aushebeln. Also, das ist sozusagen die Idee, oder die, die, Idee die dahinter steckt. Und deswegen. Mhm. Kommt es denn zu solchen scheinbar paradoxen Formulierungen, dass wir natürlich selbstverständlich uns an das bestehende Steuergesetz bezüglich Helgoland halten, auch mit dem Cannabiskontrollgesetz? Und an die Führerscheinthematik habt ihr auch noch gleich mitgedacht. Das ist ja auch nochmal ein riesen zusätzlicher Brocken, der mit der Regulierung des Marktes so an sich erstmal gar nicht viel zu tun hat. Vielleicht dazu auch noch ein paar Worte, wie ihr euch das vorstellt. Ja, also da ist ja zunächst erstmal, muss man auch die aktuelle Situation sehen. Wir haben ja die Diskussion um Kriminalisierung und Strafrecht im Zusammenhang mit Cannabis. Haben aber gleichzeitig die Wirklichkeit, dass neben dieser strafrechtlichen Komponente mit dem Ordnungsrecht oder mit dem Verkehrsrecht geradezu die sozusagen die Diskriminierung der Verbraucher ja exekutiert wird. Und darauf muss man. Muss man, eine Antwort, muss man eine Antwort finden, bringt überhaupt nichts zu sagen, na gut, jetzt haben wir das Strafrecht weg. Ich habe mir das gerade in Portugal auch in die, in, in die Richtung angeguckt und war da auch verhältnismäßig ernüchtert, wie das ist. Die haben ja die Kriminalisierung des Users abgeschafft, haben aber einen Haufen von, sagen wir mal, Gänglungs-, diskriminierungstatbeständen in das Gesetz reingeschrieben, womit man, sagen wir mal, eine Repression auch für den User erzeugen kann, dass das zwar nicht strafrechtlich ist, aber dann ordnungsrechtlich und sonst wie was. Und deswegen musste man auch hier auf das Verkehrsrecht abheben und da ähm, sage ich, ist natürlich ein Grundsatz, der für das Verkehrsrecht äh, ansonsten gilt und der eigentlich auch sehr vernünftig ist, entscheidend ist, äh, zu sagen, ist derjenige, der am Verkehr teilnimmt, Aufgrund seiner aktuellen Körper- und Reaktionslage äh, in der Lage, am Verkehr teilzunehmen. Ich äh, versuche das nochmal umzugehen: Wenn du irgendwie wegen einer Krankheit bestimmte Tabletten kriegst, die dich sehr müde machen und da, wo dir die Augen immer zu, äh, zufallen, irgendwie, dann ist natürlich vernünftig zu sagen, in dem Augenblick sollte der möglichst nicht am Verkehr teilnehmen, weil er sich selbst. Gefährdet, aber auch andere gefährdet. Gerade bei Drittgefährdung ist ja immer die Sache, da muss ja das Gesetz auch eine Antwort dafür finden. Und diese Gedanken haben uns auch dazu veranlasst, zu sagen, wir müssen am Verkehrsrecht etwas ändern. Und da gehen wir nun auch nicht so, dass das nur völlig neu ist, sondern wir sagen, oder wir haben uns natürlich umgeguckt und haben gesagt, wie wird denn das im Zusammenhang mit anderen. Substanzen, Medikamenten, Alkohol, sozusagen. Wie geht man denn damit der Sache um? Und da kommt man immer wieder auf die Grenzwertdiskussion. Bei Alkohol ist das ja geradezu charakteristisch. Und da haben wir geguckt: Geht das für Cannabis auch? Und siehe da: Die Studienlage ist so, das geht für Cannabis. Man kann Grenzwerte im Blut finden, von dem dir die Wissenschaft und vor allem die Rechtsmediziner, das sind ja diejenigen die sozusagen an der Grenze zwischen Wissenschaft und Recht sozusagen arbeiten und das seit äh, vielen Jahrzehnten, um nicht zu sagen seit, fast seit Jahrhunderten, also über 100 Jahren. Und die sagen, dass es einen Grenzwert gibt für Cannabis im Blut, bei dem mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit keine Beeinträchtigung äh, des Verhaltens im Straßenverkehr zu erwarten ist. Und den haben wir sehr konservativ dann als den Grenzwert äh, äh, klassifiziert, den wir für unser Gesetz genommen haben. Nämlich konkret? Das sind 5 Nanogramm pro Milliliter oder Liter. Gucken wir nochmal rein. Ja, Blutserum also, und so. Blutserum, ist und alles furchtbar so. nee, kompliziert. Ja, nee, aber aber fünf das Nanogramm klingt schon mal nach Colorado. Die haben nämlich auch 5 Nanogramm. Wobei ich glaube, Blut und nicht Serum, aber auch ja, okay, Blut, okay, Blut. Blut ist es, ja. ähnliche Richtung. Ja, also. genau. Okay, ähm, das soll es vielleicht erstmal gewesen sein zum Thema Details, zum Gesetz. Ich würde aber gerne auch noch mal ein bisschen auf die Grünen selbst zu sprechen kommen. Wir hören natürlich auch viel Kritik im Sinne von, das ist nur wieder ein Wahlkampf-Gag irgendwie. Die wollen wieder die Stimmen der Kiffer haben, da machen sie wieder nichts. Und ähm, es gibt so mehrere Punkte, die auch ähm, zu einer großen Ernüchterung gegenüber den Grünen bei Handfreunden geführt haben. Das eine ist natürlich die Regierungsbeteiligung der Grünen von 98 bis 2005 in der Zeit, wo eben gar nichts passiert ist in die Richtung. Oder auch die Untätigkeit in manchen Bundesländern, allen voran jetzt Baden-Württemberg mit Herrn Kretschmann als ersten grünen Ministerpräsidenten. Was hältst du solchen Vorwürfen entgegen? Ja, also es lohnt sich auch bei der Sache natürlich dann auch ein bisschen ins Detail und in die Tiefe zu gucken. Also, es, das sage ich auch ganz klar: es ist nicht alles, was da als Vorwürfe ist, völlig unbegründet. Aber das sozusagen zwischen, das nehme ich, fange ich mal an, zwischen 1998 und 2005, da war ich auch noch gar nicht im Bundestag nun gar nichts äh, äh, erfolgt ist, stimmt so ja auch nicht. Nur in Bezug auf Cannabis, jetzt nicht, weil klar, Heroinverschreibung, Druckräume und so, das waren große Fortschritte. Das waren große Fortschritte. Fortschritte und es war ja ein Fortschritt, den, den, den darf man auch nicht äh, verkennen, was die Gesellschaftsdiskussion äh, betrifft und sozusagen die, die Art, wie äh, Leute, die, äh, die so wie ich sich Seit Jahren äh, gerade auf dem Gebiet des, äh, Dro des Drogengebrauchs äh, und des Cannabisgebrauchs engagiert, dass die Leute sozusagen dadurch, dass das in den Gesundheitssektor gerutscht ist und aus diesem Innensicherheits- sonstigen Argumentationsraum ein bisschen rausgekommen ist, das ist schon nicht unwesentlich gewesen für die Diskussion, mhm. weil das dazu geführt hat, dass nicht die sozusagen Sicherheitshardliner, die im Innenausschuss sich immer treffen. Also auch, sagen wir mal, die Hardliner Hardliner, wissen wir, wo wir die verankern. Aber auch bei den Grünen sind es dann eher die Konservativeren, die in solchen Innenausschüssen sozusagen arbeiten. Also auch das war innerhalb der Grünen ganz wichtig, dass man sagt, das müssen die Leute sozusagen argumentieren, die sozusagen einen ganz anderen Blick rangehen. Ja, das ist zum Beispiel die Gesundheitspolitiker, ja. hm. sage ich jetzt mal. So eine eigene hm. gut, Sache gut. auch. Das ne? geht ja im Prinzip gut. Auch nicht. Und, äh, und letztlich die Arbeit, die ich seit 2005 mache, die kann ich ja nur ganz gut überblicken. Und da bin ich den Weg gegangen, ähm, den man natürlich für eine Sache üblicherweise in der Opposition geht, nämlich zu sagen, zu fordern in Anträgen und so weiter. Das soll legalisiert werden, das soll entkriminalisiert werden, das soll als Medikament zugelassen werden und so weiter. Und das ist auch eine, eine richtige und wichtige parlamentarische Waffe, die man als Opposition hat. Man muss aber auch wissen, wenn man appelliert, also mit Anträgen appelliert an die Regierung, die soll mal was vorlegen, man aber eine Regierung hat, die das ja gar nicht will, ja, dann wird auch nie was vorgelegt. Und diesen Kreis, den haben wir jetzt mit diesem Gesetz sozusagen durchbrochen. Wir wissen, alle Gesetze schreiben außer Opposition ist eine ganz schwierige Angelegenheit, weil man hat kein Ministerium im Hintergrund, nichts. Man muss das also alles selbst von der Pike aufmachen. Und da sind wir natürlich froh, dass wir in der gesellschaftlichen Community natürlich auch Unterstützung und Hilfe hatten. Aber trotzdem ist das eine Süsyphus-Arbeit. Sozusagen, so ein Gesetz Kein, zu machen. Ein und ganzes ich, Jahr habt ihr. Ganz ja, ein ganzes Jahr, Jahr gebraucht. Und äh, ich bin froh, dass wir das geschafft haben, so ein Gesetz jetzt mal vorzulegen, weil wir jetzt etwas Konkretes sozusagen haben. Daran müssen die anderen sich messen. Ja, Sie müssen jetzt mit konkreten Argumenten umgehen und brauchen nicht so wie sonst war, wir beantragen, die Bundesregierung soll mal was vorlegen und dann passiert nichts. Mhm. Also, das ist schon was ganz Konkretes. Und ich glaube, auch der Zeitpunkt ist ganz wichtig, weil man da so ein bisschen auch das Argument, jetzt geht es wieder bloß kurz vorm Wahlkampf, vom Abfischen mm. von Stimmen, das ist in zwei, was den Bundestagswahlkampf betrifft, in zwei Jahren, dann ist sozusagen aktuelle Erfolg dieses Gesetzesvorschlag längst vergessen und es geht wieder um andere, ja. andere Sachen ich glaube dass alles dafür spricht es eben nicht zu verstehen als ein kurzfristiger Wahlkampfgag sondern als eine ernsthafte sozusagen Arbeit die wo man sagen auch so ein bisschen die lange Arbeit die ich gemacht habe auch ein bisschen krönt also ich verstehe es auch eine bisschen Krönung der eigenen Arbeit. Also Stichwort Opposition ist ja ganz wichtig. Also ich glaube, das ist relativ unbestritten, dass die Grünen im Bundestag eine sehr gute Oppositionsarbeit gemacht haben in den letzten Jahren. Das sehe ich zumindest so. Aber die Frage ist, was passiert, wenn die Grünen wieder an die Regierung kommen? Ist dann vorbei mit fortschrittlicher Cannabispolitik oder wie hoch werden die Grünen nach der nächsten Wahl, wenn sie an der Regierung beteiligt werden sollten? Dieses Thema Cannabis hängen. Wie hart werden die Grünen verhandeln? Was wird dabei rauskommen? Mhm. Also, ich sage mal so: Das weiß ja auch jeder. Und das äh, haben auch die Grünen sozusagen in der Regierungspolitik irgendwie erkennen müssen und auch sicherlich leidvoll erkannt an verschiedenen. Äh, du wirst, äh, nämlich die Tatsache, dass man natürlich mit seinen Vorstellungen in einer Koalition nicht zu 100 Prozent durchkommt. Das ist so. Und es ist berechtigt deswegen die Frage, wie, wie hart wird man denn verhandeln und wie groß sind denn die Chancen. Und da sage, sage ich jetzt erstmal, mein Versuch wird jetzt erstmal sein, in dieser Legislaturperiode das schon voranzubringen. Mir ist es ja in der Letz, letzten großen Koalition zwischen 2005 und 2009 gelungen, ein Gesetz, das wir hier im Büro äh, erarbeitet haben dann zunächst mit den beiden Oppositionsparteien, damals Linke und FDP, abgestimmt haben, gesagt, das machen wir zur gemeinsamen Sache, es dann sozusagen über anderthalb Jahre Diskussion oder zwei Jahre Diskussion der SPD schmackhaft gemacht und die im Rahmen der großen Koalition sich auf die Seite der Opposition geschlagen haben und mit uns zusammen das Gesetz durchgebracht. Mhm. Das weiß keiner, was das war wahrscheinlich mehr. Es ist dieses Gesetz, wo man schwer Heroinabhängige mit Heroin behandeln kann. Das war, ist ja auch sozusagen eine, ein Meilenstein gewesen. Gut, so. Und natürlich werde ich das auch jetzt versuchen. Es war ja so, das muss man ja auch zumindest anerkennend sagen, dass in der Diskussion und beim Gesetzeseinbringen ins Parlament, in der sogenannten ersten Lesung, sich die Kolleginnen und Kollegen der SPD eher wohlwollend dazu äh, geäußert haben im Plenum. Das war ja nicht immer so. Auch in der letzten Legislaturperiode hatten wir da einen ganz anderen Kurs. Also das habe ich schon durchaus äh, wahrgenommen. Und äh, deswegen bin ich mit den SPD-Leuten sozusagen in der Diskussion darüber, was kann man denn auch in dieser Legislaturperiode schon machen. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch so. Ob das dann jetzt so, wie mir das damals gelungen ist, diesmal auch klappt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist das eine wichtige Vorbereitung auch, die Sozialdemokraten daran zu gewöhnen, dass, falls es mal so eine Regierungskonstellation wieder geben sollte, dass sie dann schon mal wissen, worum es geht und dass das dann auch Gegenstand ist. Mhm. Dazu kommt, das ist ja auch, wollen wir mal sagen, hoch anzuerkennen oder wie, ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll dass natürlich auch die gesellschaftliche Diskussion eine andere geworden ist. Man merkt das ja auch im Zusammenhang gerade mit diesem Gesetz, ist sozusagen die Diskussion wieder stärker geworden, auch in der Gesellschaft. Auch in der Öffentlichkeit hört man da öfter was davon. Und es ist ein anderer Ton, der inzwischen da herrscht. Und ich glaube, diesem Ton wird man sich auch in der Politik nicht mehr ewig verschließen können. Also insofern bin ich zwar nicht euphorischer Hoffnung, dass wir das sozusagen in zwei Monaten durchhaben, aber ich bin schon gebremster Hoffnung, dass sich da echt auch was ändern wird. Das ist die perfekte Einleitung für meine letzte Frage, die ich mir vorgenommen habe. Wann wird endlich Cannabis legalisiert? Eine absolut häufig gestellte Frage bei uns und ich sage immer zehn Jahre plus minus, aber schon seit Jahren, langsam könnte man vielleicht mal ein bisschen runterzählen. Jem mir hat ja von 2017 sogar gesprochen, Gysi von 2020. Jetzt mal ganz unverbindlich dein persönlicher Tipp. Egal wer, mit welcher Koalition und so weiter, einfach mal, welches Jahr könntest du dir vorstellen? Ähm, also ich glaube schon, dass... Es, äh, also wie gesagt, ich wiederhole nochmal, ich werde alles dafür tun, dass äh, jetzt irgendwie nochmal und manchmal... Wie sagt man? Ja, Sprichwort fällt mir jetzt auch nicht ein. Wie mit der Berliner Mauer. Manchmal es schneller als, als, man, nicht als denkt. man denkt. Genau. Irgendwann geht's. Aber nicht. ich denke, realistisch ist auch zu sagen, dass das hat noch fünf Jahre gedauert. Also das ist auch realistisch. Man kann okay. nicht einfach sagen hier ja, in der Lauter Euphorie sagt euch zu, das geht jetzt ganz schnell. Mhm. Aber ich glaube, dieses Gesetz wird die Diskussion und gesellschaftliche Realität ändern. Ja, fünf Jahre wäre ja immerhin noch innerhalb der nächsten Legislaturperiode. Es geht ja jetzt nicht auch von heute auf morgen, selbst wenn sich eine Koalition zusammenfindet, die sich am Anfang einigt, wir wollen legalisieren, bis dann wirklich das Gesetz verabschiedet ist und alle Details besprochen sind und dann die Produktion anläuft und Läden eröffnet werden. Das dauert ja auch alles nochmal. Sehen wir auch in Colorado jetzt alleine vom Beschluss bis zum Shop vergehen erstmal anderthalb Jahre. Gut, dann danke ich dir für deine viel Zeit und deine Bereitschaft, in solche Details mit uns einzusteigen. Und euch da draußen, sage ich nochmal, wer noch genauer Bescheid wissen will, möge doch das Gesetz mal lesen. Wir verlinken das natürlich unter dem Video hier und kommentiert auch gerne hier unter dem Video, was ihr davon haltet. Und wir können gerne eine riesen Nerd-Diskussion über alle möglichen Details jetzt in den Kommentaren noch führen. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Jo. Vielen Dank. Aber ein detailliertes Gesetz, in dem Fall ich glaube 69 Seiten lang mit jede Menge Paragraphen und Einzelregelungen, das hat es hier noch nicht gegeben und ich denke, das ist wirklich ein äh, neuer Schritt, eine neue Stufe in der ganzen Debatte, weil wir uns jetzt eben über diese ganzen Details auseinandersetzen können.